Jetzt sind wir hier wieder bei Hank und Connor. In der alten Kiste von Hank. Mit einem Navigator an der Windschutzscheibe. Also das volle Gegenteil von dem, mit dem man hier sonst in Detroit unterwegs ist. Erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Ich konnte nicht. Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Weit. Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ja, von wegen Selbstmord. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Nichts. Nichts? Da wäre gar nichts. Ah, also. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Du gehst mir auf den Sack mit deiner... Tut mir leid, Lieutenant. Ach, die beiden. Hi, Hank. Das ist ein sehr sympathisches Duo. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, so ist es leider. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon. Ich gestehe es mir nicht ein.